Es gibt, wie es immer zwei polare Seiten gibt, sagte Buddha. Zwei Weisen, wie man darauf reagiert, wenn zuweilen man feststellt, dass immer Zeit stattfindet, wenn man plötzlich vergegenwärtigt, die Existenz und die Ausgedehntheit der Welt und des Körpers und man sich im Erschaudern sagt, das ist so immens ausgedehnt und groß und komplex, dass man es nie verstehen wird können, auch nur annähernd. Und dann den Weg der einen Seite wählt, von denen Einstein sagt, das Wichtigste sei, es sei ein liebevolles Weltall. Oder man habe nur die Wahl, entweder nichts als ein Wunder oder alles als ein Wunder anzusehen. Sodass also die eine Seite wie ein vertrauensvoll auf die Mutter oder auf die Eltern vertrauendes Kind und deren Wohlwollen sich fallen lässt und hingibt und sagt, das wird schon wissen, was es mit sich vorhat. Und dann gibt es die andere Seite, die im Moment des Aufklaffens der wirklichen Wirklichkeit und damit auch der Erkenntnis seiner Begrenztheit und Vergänglichkeit trotz seiner Ausgedehntheit und Komplexheit zu plärren beginnt wie ein Kleinkind und dann verzweifelt ein Leben lang versucht zu verstehen, was es damit auf sich hat, im Sein gewesen zu sein, wenn man unweigerlich doch wieder weg sein muss, was das Sein für einen Sinn und eine Bedeutung und einen Zweck und ein Ziel hat, wenn es doch sich selbst wieder auslöscht. Denn wie Sadhguru sagt, ... Und also stellt dieser die Frage, die du an mich auch gestellt hast. Was soll das, Erleuchteter? Wie konntest du dazu kommen, alles zu erkennen? Und was bedeutet es, dass es für uns trotz verzweifelten Bemühen so unmöglich ist, nicht in jene Panik zu gelangen vor dem Unvermeidlichen nimmermehr, weder diesen zu entkommen, noch bis dahin verstanden zu haben, wozu, wie, warum, wohin, woher, weshalb das überhaupt gewesen sein soll, wenn es doch selbst sich wieder vollständig zerstören muss, kontinuierlich. Und da antwortete Buddha lächelnd und sagte, die Antwort darauf, warum du in deiner verzweifelten Seelen- und Erkenntnis- und Weltsuche nicht zum Ende kommen kannst, ist einfach. Denn du musst nur die Gegenfrage stellen. Was wäre denn, wenn du Antwort erhieltest auf den Sinn, auf die Bedeutung des Seins? Was wäre denn, wenn das Sein selbst Antwort erhielte auf seine Kondition, in der es allein entstanden ist? Was wäre denn, wenn die Drittveränderungswesen erblicken könnten, mit welchen Prozessen, in welchen Prozessen dieses Leben sich erhält, indem es sich immer wieder neu generiert aus den alten Vernichtungsresten. ...